Trotz der Pandemie und des schlechten Wetters findet das Festival statt. Und wir als das Pixel-Team werden euch vom Goldenen Spatz berichten. Hier sind unsere Pixel-News. Viel Spaß beim Anschauen. Wie ist dein Name? Jasper Krieger. Paula von Sass. Mein Name ist Justus. Vincent. Mein Name? Ja. Maximilian. Mathis Adamski. Amin. Ich bin Stefan. Ich heiße Amelie. Heute geht das Festival los. Davor heißt es aber... Stäbchen rein, fertig sein. Oh, nicht schlecht. Es hat ein bisschen in der Nase gekitzelt. Also es hat gar nicht gekitzelt, man musste nur ein bisschen würgen, weil ich habe einen Rachentest gemacht. Ich habe Rachentest genommen. Einfach weil Nasentest, das hat der da gemacht und Hallo. Er hat gesagt, nimmt Rachen und nicht Nase, weil es einfach viel zu schlimm war. So, dieses Jahr können leider keine Darsteller und keine Regisseure oder Sonstiges zu uns ins Studio kommen. Trotzdem haben wir es uns geschafft, ein paar Fragen zu stellen, nämlich online. Und dieses Mal hatten wir von Die Hexenprinzessin den Regisseur Chao und die Darstellerin Charlotte bei uns. Wie habt ihr denn dem Film diese Magie verpasst? Also die ganzen Zauber, die gezeigt wurden, irgendwelche Stunts, was mussten die Schauspieler machen? Stunts, wurden irgendwelche Effekte später noch bearbeitet oder der Greenscreen verwendet? Ja, wir haben natürlich bei dem Film relativ viel Computertechnik auch benutzt. Wir haben aber weniger Greenscreen-Technik benutzt, sondern in dieser Slam-Yard-Welt bei dem Thronsaal von den Hexen haben wir eine Rückprojektion benutzt. Das heißt, wir haben über sehr starke zwei Beamer eine sehr große, ich glaube 25 Meter Fläche, Leinwand hinter den Darstellern sozusagen rückprojiziert. Deine Rolle Töckel ist ja auch in ihrem Leben, die gehört ja irgendwie nicht so ganz hin. Jeder erwartet von ihr so Sachen, die sie eigentlich gar nicht ist. Geht es dir denn in deinem echten Leben auch manchmal so? Kannst du dich da so mit reinversetzen? Also ich würde sagen, dass Tottel auf jeden Fall in einer Phase ihres Lebens steckt, die viele in meinem Alter und ich würde sagen, ich auch, wo sie sich einfach manchmal so wiedererkennen. Also ich glaube, das ist diese typische Coming-of-Age-Phase, in der man einfach irgendwie herausfinden muss, was man eigentlich will im Leben und was man kann und wo man seinen Platz findet. So. Und ich glaube, das ist auch was mich nach wie vor sehr beschäftigt und ich glaube, gerade in der Corona-Zeit ist das total aktuell auch und jeder fühlt so ein bisschen diesen inneren Konflikt mit sich selber und ich muss auch sagen, dass ich finde, dass diese Rolle mir irgendwie auch ein bisschen gezeigt hat, auf meinen inneren Kompass zu hören und so ein bisschen dem zu folgen, was man wirklich möchte und wo das Herz hin möchte und das finde ich auch echt schön, weil da kann man sich wirklich gut was von abgucken. Wir haben die Kinderjury gefragt, was sie im Lockdown gemacht haben. Das sind ihre Antworten. Die meiste Zeit war ich einfach am Lesen. Ich habe viel mehr gelesen vor Corona. Ich habe fast gar nicht gelesen und in Corona, ich habe so viel gelesen, also viel mehr wie normalerweise. Ich bin manchmal rausgegangen, aber nur auf die Straße, also nicht auf die Straße, sondern auf so einen Carport. Habe dann da mit mir einen Ball genommen, habe ein bisschen Fußball gespielt, aber sonst habe ich eigentlich meistens gelesen. Also ich habe viel Fußball gespielt mit meinen Brüdern draußen im Garten. Als ich eingesperrt war, ich habe ein Beet gehabt, ein Hochbeet heißt das, glaube ich, ne? Ja, ich habe gepflanzt, so richtig oldschool und das ist wieder richtig Trend. Und dann habe ich geerntet Tomaten. Mehr Handy gespielt, weil ich halt mit meinen Freunden nichts tun konnte. Wir hatten in der Schweiz ein ganz normales Leben. Was magst du denn mehr? Actionfilme, Liebesfilme oder Drama? Action. Ich bin gerne einer, der viel Explosionen sieht, also Action. Dann auf jeden Fall Action, wenn du mich so fragst. Eigentlich eher Horrorfilme. Drama. Okay. Mein ganzes Leben ist Drama, ich brauche Drama.